Herzlich willkommen von Unplugged Einstein. Heute wieder mal am 13.02.2022. Es ist sehr historisch. Ich habe unheimlich viel entdeckt, fotografiert, dokumentiert und alles Weitere werde ich dann live machen, weil das einfach zu kurz ist mit den kurzen Videos, was jetzt auf dem Fotoapparat sind. Aber es ist egal und die meisten haben sowieso nicht zu viel Zeit. Also es geht um Berufung. Ja, tatsächlich Berufung, hundertprozentig, kein Zufall, sondern ganz, ganz viele Fakten. Und das tue ich dann nur mal fotografieren und weiß ich noch nicht wie. Aber auf jeden Fall ist es ein hundertprozentige Zeichen von ganz oben. Von ganz, ganz oben. Und das kann kein Zufall sein. Und da haben schon viele gesagt, ja, der spinnt und was weiß ich so oft. Ja, kennen es eh alle Spinner. Aber ich sehe die Wahrheit. Ja. Und jetzt drehe ich das einmal ab. Und wie viel haben wir noch? Ein bisschen haben wir noch. Ich gehe noch ein bisschen runter, weil jetzt scheint noch die Sonne. Und dann später sage ich es dann live. Okay? Und das Paradies ist einfach allseitig. Ja? Das heißt, in der Vergangenheit, das ist eine Reise gewesen über 6 Wochen mit meiner damaligen, wie sagt man da, Braut. Ja? Also ich habe 6 Wochen waren wir unterwegs zu zweit in einer Traumsituation, ja? Zu zweit unterwegs mit Auto und alles angeschaut, 14.000 Kilometer. Und inspiriert von allen, ja? Also von der Natur sowieso, allseitig und ja, und dann haben wir gesehen, BIOS 4.2. Und das ist mitten in Amerika, in der Wüste. Und da kann man leben. Ja, und das hat mich sehr inspiriert. Und ich habe das immer schon kleinweise gelebt durch die Inspiration von meinen Eltern. Also meine Eltern sind auch in so einer Kleingartengeschichte und eine kleine Wohnung und ja, bescheiden, ohne Auto, ohne ja, Firlefanz und ohne Chemie und ohne Alkohol und ohne Nikotin und Drogen oder sonstiges, sondern einfach Hausverstand. Ja. Und das leben wir einfach seit ewig. Und ich durfte so in einem Paradies aufwachsen. Durch Gottes Fügung. Sage ich ja hunderttausendprozentig mit Zahlen dokumentiert, mit Fakten dokumentiert und nicht fantasiert. Weil das kann keiner glauben, aber Fakten sind einfach eindeutig. Es ist ein Traumleben entstanden durch nichts. Ja? Das heißt, ich bin Eisenbahner-Sohn und meine Mutter ist Hausfrau immer gewesen. Ja? Aber Vollzeit, hundertprozentig. Und nicht irgendwo Multitasking, irgendwo ihre schnell in die Schule oder schnell das oder schnell das oder sonst irgendwo schnell. Nichts, gar nichts geht schnell, sondern alles geht immer nur das Beste. Das Bestmögliche, das Liebevollste, das Wertschätzendste in jeder Situation. Und natürlich die Fotograf, Dings, das ist natürlich von meinen Eltern oder von meiner Mutter, von meinem Vater, ja, hauptsächlich. Fotografieren und basteln und mit allen Sinnen, ja, mit allen Situationen. Und das ist einfach ein schönes Leben. Und das habe ich so leben dürfen und mein Sohn darf das auch so leben und er lebt es auch so. Und es ist einfach ein Traumleben. Und das ist inspirierend und
Ihr könnt das auch mitmachen, was einfach nur schön ist. Und was schön ist, tut einem gut. Und was einem gut tut, ist man gesund. So einfach ist die ganze Geschichte. Und jetzt gehen wir noch mal kurz runter, bevor ich dann später live meine Weisheiten sage, von Zahlen, die ich eindeutig identifiziert habe mit meinem Geburtsdatum, wo ich normal aufgewachsen bin, und dann meine dreifache Obsoleszenz, wo zweimal Chemie tödlich gewesen waren und aber das dritte Mal göttlich auch. Ja. Also das heißt, das war die Fügung, entweder bin ich tot oder ich lebe weiter, und ich lebe jetzt seit 5,5 Jahren bewusst, jeden Tag glücklich, schon vorher immer, aber sowas von glücklich jeden Tag, und ich zähle die Tage, ja, die bewussten Tage. Und demnächst gibt es 2222 Tage, 9-11-2022. Also ganz zufällig. Und ich sage halt, das ist Gottes Sprache mit Zahlen, mit Zufällen, wo es Würfelspiel gibt und sonstige Zufälle. Es gibt keine Zufälle, sondern es ist alles Bestimmung. Und ich habe Würfelgeschichten gemacht in drei Situationen. Zweimal sechs Assen serviert, innerhalb von, ich glaube, einer halben Stunde. Da war das Spiel vorbei nach 181 Spielen, also ein Marathon, wunderbares Turnier, und das war dann mit sechs Assen serviert, vorbei, für immer. Und dasselbe habe ich mit fünf Grande serviert innerhalb von 2 Tagen gemacht. Einmal drei, einmal zwei, also auch zufällig drei und zwei.